Ja, hi Fans, heute habe ich euch mal was mitgebracht, was man so im Allgemeinen nicht mit Killifischen zusammenbringt. Das ist ein Vertreter der Leuchtaugenfische. Im westlichen Afrika gibt es eine große Gruppe Killifische, die als Leuchtaugen bekannt sind, benannt nach dem etwas strahlenden Auge, wobei ich da ehrlich gesagt dazugeben muss, dass es unter Lebendgebärenden viel intensiver leuchtende Fische gibt, also die wesentlich intensiver leuchtende Augen haben. Aber die haben nun mal den Namen und da müssen wir jetzt mit fertig werden. Eigentlich sind die glänzenden Farben der Schuppen des Körpers viel auffälliger bei denen. Wie bei Killifischen üblich, sind die Männchen wesentlich farbiger, haben farbige Flossen, die Weibchen etwas schlichter gefärbt. Das Besondere an denen ist, dass die nicht wie andere Killifische ihre Eier in Pflanzen oder in Algen legen, sondern das sind sogenannte Spaltenlaicher. Die suchen also gezielt irgendwelche Steine, falls vorhanden, oder Wurzeln, wo Risse drin sind, und schießen da regelrecht ihre Eier rein. Die werden mit so einem Druck da reingedrückt, dass sie normalerweise in einen normalen Mob, den man so bei Killifischen oft nimmt zum Ableichen, dann fliegen die einfach da durch. Die bleiben da auch nicht hängen. Deswegen ist auch dieses komische grüne Ungetüm da drin in dem Becken. Versuchen die Männchen, die Weibchen dahin zu locken, und die legen also in diesen Poren, die da sind, legen die ihre Eier ab. Das sind im Gegensatz zu anderen Killifischen auch Schwarmfische, die in großen Schwärmen vorkommen, strömenden kleinen Bächen, wobei klein immer so ein bisschen relativ ist. Es kann auch schon mal ein relativ breiter Bach sein. Wenn die Männchen eine Möglichkeit gefunden haben, wo man gut Eier ablegen kann, dann verteidigen sie den Bereich auch gegenüber anderen Männchen. Entsprechend des natürlichen Vorkommens sollten die Tiere auch mit etwas Strömung gehalten werden. Da muss jetzt kein reißender Bach sein, aber ein bisschen Strömung haben die ganz gerne. Futtertechnisch sind sie eigentlich nicht so anspruchsvoll. Die fressen auch gerne Trockenfutter oder feines Lebendfutter oder auch schon mal feines tiefgefrorenes Futter, aufgetaut natürlich. Die Eier brauchen circa, ja, es hängt ein bisschen von der Temperatur ab. Da können wir auch noch mal eben was zu sagen. Die mögen es auch ein bisschen kühler. Also ich kenne Leute, die auch bei 20 Grad halten, aber so 22 bis 24, über 25 Grad würde ich möglichst nicht gehen. Da fühlen die sich am wohlsten. Je nach Temperatur brauchen die Eier 3 Wochen, manchmal bei mir auch 4 Wochen, bis sie sich entwickelt haben, bis die Jungfische schlüpfen. Die fressen dann ganz feines Lebendfutter, Mikrowürmchen oder auch Artemia, wenn die Nauplien nicht allzu groß sind. Da gibt es ja auch Unterschiede von den einzelnen Herkünften der Artemia und sind eigentlich relativ problemlos aufzuziehen. Allerdings brauchen die relativ lange. Also die Tiere, die hier drin sind, die sind jetzt ungefähr, ich meine, so ungefähr 9 Monate alt. Da sind andere Killifische schon lange ausgewachsen. Die können noch etwas größer werden. Wie groß genau? Ich habe ähnliche Arten gesehen, die so bis 10 Zentimeter, 8 bis 10 Zentimeter groß waren, die Männchen. Die Weibchen vielleicht 6 Zentimeter. Die sind jetzt hier so 4 bis 5 Zentimeter. Da kann also noch ein bisschen was beikommen. Diese Art, die wir hier haben, ist noch unbestimmt. Läuft unter Platyplochilus spez, GEM 2020-6. Das G steht für Gabun, EM sind die Fänger und die sind 2020 am 6. Fundort gesammelt worden. Es gibt von den Arten eine sehr große Anzahl in den westlichen Ländern Westafrikas. Die Beschreibung gestalten sich oft als sehr schwierig. Es gibt bei manchen Leuchtaugenfischen auch mehrere Arten in einem Schwarm, die sich äußerlich fast genau ähnlich sehen, die trotzdem unterschiedliche Arten sind. Da haben die Wissenschaftler noch einiges vor sich. Die Tiere sind eigentlich Bewohner des Freiwassers, also man braucht gar nicht so dichte Bepflanzung in dem Aquarium. Die genießen hier auch ein bisschen die Schwimmpflanze, die da drin ist. Die Wasserwirte selber sind eigentlich nicht so wichtig. Die Eier kann man dann von dem Wollmob absammeln. Die sehen dann so aus, sind eigentlich unverwüstlich, sind fest, da kann man ruhig draufdrücken, da passiert gar nichts. Es sei denn, es bildet sich ein Pilz da drin oder die Eier sind unbefruchtet, dann sterben die natürlich auch ab. Dann werden die weiß und die muss man dann auch rechtzeitig raussammeln dann aus dem Gelege. Die kommen dann bei mir in ein kleines Schälchen rein. Das sieht dann so aus. Da ist dann in dem Fall destilliertes Wasser drin und ein bisschen was von einem Seemandelbaumblatt. Da werden die dann drin gelagert und eigentlich täglich kontrolliert, ob da Eier verpilzt sind, sich nicht entwickeln. Die werden dann aussortiert.
Das ist eine Methode von sicherlich mehreren möglichen. Wenn ihr da irgendwelche Ideen oder Erfahrungen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Guck mal, hier, so sieht das Ei aus, wenn es fast entwickelt ist. Also hier sind zwei unterschiedlich entwickelte Eier. Das Ei auf der von euch ausgesehenen linken Seite ist schon weiterentwickelt. Da kann man auch schon die Augen sehen, wenn man genau hinschaut. Und das wird auch dann nicht mehr so allzu lange dauern, bis es schlüpft. Und das andere ist noch im Anfangsstadium der Entwicklung. Die Jungfische drehen sich auch vorher schon im Ei. Also die sind da frei beweglich, auch wenn es ein bisschen eng ist. Und am Mikroskop kann man auch schon sehr frühzeitig den Herzschlag und auch den Blutfluss sehen. Und irgendwann wird dann halt ein Enzym gebildet, das die Eischale aufweicht und dann platzt sie an eine Stelle auf und die ziehen sich dann da raus. Meistens mit dem Schwanz zuerst und als letztes wird der Kopf rausgezogen. Also ich würde so ein Becken mit ein bisschen Strömung ausstatten und dann mit Hölzern und mit Steinen und eine sparsame Bepflanzung am Rand. Wenn man die züchten will, sollte man allerdings nicht allzu viele Möglichkeiten geben, wo irgendwelche Poren drin sind. Also ein Filter möglichst mit einem feinen Schwamm versehen, wo die Eier nicht reinpassen. Die versuchen dann manchmal in den Kies zu laichen. Dann sind die Eier natürlich schlecht erreichbar und für die Zucht eigentlich verloren. Also diese Maximalröhre, wo ich dann einen Wollmob reingesteckt habe, ist eine Möglichkeit, die Tiere nachzuzüchten. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach einen dicken Wollmob mit Fäden zusammenzubinden, sodass die wenn die Eier da drin liegen, dass sie nicht durchschlüpfen, sondern dass sie irgendwo hängen bleiben in dem Wollmob. Oder auch mit einem engmaschigen Draht umwickeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, irgendwelche weicheren Steine zu nehmen, da Rillen rein zu sägen. Dann legen die Eier auch da rein oder in Holz, wo man Rillen reinmacht. Also es lohnt sich bei denen schon, in eine hochwertigen LED zu investieren, weil dann die Farben auch besonders schön rauskommen von den Tieren. Wenn bei der Beleuchtung Farben fehlen, dann können die Fische das auch nicht ausgleichen. Sind da Reflexfarben. Wobei man berücksichtigen sollte, dass die Tiere zwar im Freiwasser unterwegs sind, aber die Bäche meistens im Urwald sind. Man sollte es also auch nicht zu sehr übertreiben mit der Lichtstärke. Also in der Größe würde ich die Tiere mindestens in einem Aquarium von 54 Liter, sprich 60 cm unterbringen. Das sind ja noch halbwüchsige Tiere, die aber auch schon ein bisschen Schwimmraum brauchen. Wenn die etwas größer werden, sollte man ein Aquarium von mindestens 80 bis sogar Meter nehmen. Nach oben ist natürlich keine Grenze gesetzt, aber wenn die nicht zu klein gehalten werden, hat man viel mehr davon, weil die dann auch ihre Schwimmlust richtig austoben können. Ja, womit kann man die Fische vergesellschaften? Das ist eine gute Frage. Also ich habe bei denen junge Wüstengrundeln auf dem Boden. Die kommen miteinander ganz gut klar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein bisschen zurückhaltender Zwergbundbarschen kein Problem sind. Aber vielleicht habt ihr da ja auch Ideen oder Erfahrungen, dann könnt ihr die ja mal in den Kommentaren schreiben. Zur Vergesellschaftung untereinander würde ich meinen, dass man mindestens 3 Pärchen nehmen sollte oder wirklich ein Einzelpaar. 2 Paare kann schon mal sein, dass ein Männchen das andere sehr stark vertreibt und das auf Dauer dann nicht mehr so viel Spaß in dem Aquarium hat. Nach oben ist eigentlich keine Grenze gesetzt, da ist eher die Grenze das Aquarium. Ein bisschen Wasser soll ja auch noch drin bleiben. Ich glaube, ich habe euch jetzt die wichtigsten Sachen über diesen Fisch erzählt und kommen wir dann zum Haltungscheck. Die Fische werden so 6 bis 8 cm groß, Mindestaquariengröße 54 Liter. Alter, da habe ich jetzt schon von Leuten gehört, dass sie relativ kurzlebig werden, aber die sollten eigentlich auch so 4-5 Jahre alt werden können. Laichverhalten, Spaltenlaicher, Brutpflege, nein. Futter, sowohl Trockenfutter, feines Lebendfutter und auch Frostfutter. Klimazone tropisch, allerdings Regenwald, wo die Temperatur ein bisschen kühler ist. Temperatur liegt dann so bei 22 bis 24, vielleicht 25 Grad. pH-Wert eigentlich so mehr neutral bis leicht alkalisch, aber sagen wir 6,5 bis 7,8. Carbonathärte, bei mir liegt die so bei 5 bis 6, da habe ich keine Probleme mit. Gesamthärte 12, 13. Dekoration, bisschen Randbepflanzung, ein paar Steine, ein bisschen Holz, sind Killifische, die springen sehr gerne. Also am besten eine Abdeckung drauf machen. Wobei die Leuchtaugen bei mir noch nicht rausgesprungen sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dass wir beim nächsten Mal wieder hier zusammen sind. Tschüss, bis zum nächsten Mal.